Hallo, dies ist eine neue Fütterungsmethode von René. Er hat einen Speckstein genommen, hat ein Loch reingebohrt und aufgetauten Seelachs hineingestopft, der unten befestigt ist, sodass die Fische den Seelachs nicht gleich komplett rausziehen können. Der Stein ist von unten hohl, sodass das Stück Lachs größer sein kann wie die Öffnung, sodass nur ein Zäpfchen ausschauen braucht. Wie ihr sehen könnt, fressen die Fische gemeinsam. Feuerschwanz, Bali-Schmerle und Netzschmerlen. Roten von Rio trauen sich natürlich noch nicht so dran, wenn die Großen da sind. Und immer noch Burma-Schmerle. Oh, ja, da wechsle ich dauernd. Am Außenrand seht ihr auch einen L66. Der war eben mal ganz kurz dran. Jetzt kommt er gerade wieder. Ja, ist auf jeden Fall mit am Stein. Und lässt sich da auch nicht verscheuchen.